Ist das besser? Ja. Wer sind Sie? Von der CIA? Guten Morgen, Sergeant Blackburn. Wann werden Sie mir verraten, was hier vorgeht? Vor 18 Stunden erhielt ich einen Anruf von der Homeland Security, dass ich mit einem inhaftierten Marine reden solle. Wegen eines Terrorkomplotts in New York. Der Marine behauptet, er habe Informationen, wie das aufzuhalten sei. Das Beste daran, er behauptet, es passiere heute. Hier wären wir also. Sie sehen müde aus. Anders gesagt, Sie sehen aus wie ausgekotzt. Wer ist das? Das ist er. Solomon. Und Sie glauben immer noch, er plant einen Anschlag hier in New York? Sie nicht? Warum? Weil er es sagte. Ich habe die Akte gelesen. Er will nur seinen eigenen Arsch retten und hat keine Ahnung, was wir wissen. Warten Sie, hören Sie zu. Danach können Sie mich immer noch beerdigen. Wir müssen Sie nicht beerdigen. Sie sind schon tot. Er weiß nicht, was wir wissen wollen. Wir liegen gut in der Zeit. Ich gehe dieser Spur nach. Und Sie werden uns jetzt helfen, Licht in dieses Szenario zu bringen. Ihre Kooperation hilft Ihnen vielleicht sogar aus der Scheiße, in der Sie im Moment bis zum Hals stecken. Sie müssen nur ein paar Fragen beantworten, Sergeant Blackburn. Verstanden? Wann hörten Sie zum ersten Mal von Solomon und der PLR? Vor 9 Monaten. Operation Swordbreaker, irakisches Kurdistan. Okay. Ich bin ganz Ohr. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Überqueren die Demarkationslinie in 2 Minuten. Over. Verstanden. Yo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montest. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die Richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Dein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3, verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Vorwärts. Willkommen zu spät zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorne müsst ihr rechts. Danke! Habt ihr euch mal gefragt, warum in diesem Teil der Welt immer wieder so ein Scheiß abgeht? Ich mach nur meine Arbeit hier. Sie haben keinen Charme, scheinen nicht irgendwann. Wen haben Sie? Naja, Tate vielleicht. Der ist ganz okay. Aber den jetzt, Verteidiger? Wer braucht einen verdammten Finn? Weißt du, was ich meine? Aber ich weiß, was du meinst. Du brauchst einen Kanadier zu gewinnen. Die sind gut. Die hört wenigstens den Köpfen sauber. Halt die Klappe, Alter. Du hast keine Ahnung, was du da erzählst. Und dann ist man auf. Das ist so. Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Um 09:30 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USBV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasseweg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Dann mal los. Wir sind mächtig zurückgefallen, Gentlemen, und müssen jetzt diese Patrouille finden. Haben wir Berichte über Feinde in diesem Stadtteil? Geh vom Schlimmsten aus. Granate! Los! Gerade die Nackenhaare hoch. Identifiziert eure Ziele. Was ist das? Eine Schule? Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Bleibt zusammen. Achtet auf die Ecken. Ja.
Jemand soll dem Hauptkommando sagen, ich soll die Munitionslagerwand wegpusten. Ein Erdbeben. Wir sind 90 Kilometer von einer größeren Verwerfung entfernt. Ziemlich große Querstraße, viel freies Feld. Bis er vorbei ist. Er ist weg. Okay. Geht zu zweit rüber. Black, du und Metkovic, nehmt die Tür rechts. Okay, unterwegs. Du musst aufschließen, Black. Los! Einziger Zivilist. Mir gefällt das alles nicht. Scharfschütze! Das braucht Granate! Und zur Hölle ist er! Schafft ihn rein! Los! Los! Dann los! Der Sniper ist noch da! Ziel auf der Linken! Unten bleiben! Der Henker sind nie hergekommen! Alles cool. Panzerfaust auf 12 Uhr! Erster Stopp! Bleib von den verkackten Autos weg! Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Fackelt alle das scheiß Gebäude an! Black, zu mir! Sieh nur mal die Leute! Alle in der Nähe vom Parkplatz! Sie kommen von der Seite! Bewegung! Da vorn, da vorn! Sie kommen über die Mauer! Weg! Kontakt links! Da rein, los, los! Okay, dann mal los. Seht um jede Ecke. Ich hoffe, Chefin wird wieder. Er wird wieder. Ist ein zäher Bursch. Noch ein Beben? Vielleicht. Jetzt müssen wir weiter. Augen offen halten. Scheiße, zu ungeschützt.
Wir müssen uns von Deckung zu Deckung vortasten. Bleibt nichts von den Fenstern vorbei. Bitte! Erledigt ihn! Das waren keine Einheimischen. Die sprachen kein Arabisch. Holt al-Bashir sich jetzt schon Rebellen aus dem Iran, oder was? Keine Ahnung. Lass uns jetzt einfach hoch aufs Dach gehen. Misfit 1-3, hier Misfit. Der Scharfschütze ist noch da. Seid vorsichtig da draußen. Scheiße! Kontakt! Sieht jemand was? Ich kann ihn nicht sehen. Das ist eine beschissene 50er. Unten bleiben, unten bleiben. Hey, glaub, es ist das Hotel. Los, von einer Deckung zur anderen. Wir locken ihn raus. Und? Los! Okay, unterwegs. Und los. Okay. Und los. Okay. Und jetzt auf die Terrasse. Wir gehen bis zum und sobald er den Kopf raussteht, pusten wir ihn weg. Verstanden. An die Wand. Black, warte, bis wir in Position sind. Keine Grüppchen bilden. Weiter jetzt. Rede mit mir. Siehst du was? Alles klar. Scheiße. Einfach weitergehen. Okay. Okay. Da ist der Scharfschütze. Andere Seite der Straße, 50 Meter, auf halber Höhe. Er hat sie verkrochen. Ich hab die Panzerabwehr. Geht mal. Unsere Deckung verabschiedet sich. Du bist der beste Schütze. Sobald die Waffe aufblitzt, erledigst du ihn. Du schaffst das, Mann. Ich gebe dir Deckung, während du schießt. Pass auf deinen Rückstoß auf. Bereithalten! 3, 2, 1. Wir können...